geht durch den Magen. Und wenn man diese Köstlichkeit da auf diesem wunderbaren Teller sieht, dann glaubt man ja auch, dass dieser Spruch tatsächlich wahr ist. Bei uns geht es heute viel um Liebe und um tiefe Freundschaften mit diesen knusprigen Gemüsebällchen, ja, von der Caroline Autenried. Da kann man schon mal punkten. Ja. Ne, davon was. Und ich kümmere mich so ein bisschen schon mal um die Liebe und um Freundschaften. Wow. Darum soll es heute bei uns ja ganz besonders gehen. Da spielen Blumen ja, Pflanzen, immer eine große Rolle. Ob es die Wachsblume ist bei der Liebe und bei Freundschaften, da müssen wir gleich den Experten fragen. Matthias Uhlig ist bei uns, Gärtnermeister aus Kernen-Rommelshausen. Du hast uns Zimmerpflanzen mitgebracht, Wachsblume. Anstellen beim Daten, das erfahren wir jetzt von einem Profi, von Bülent Ceylan. Ja, und wie sie es richtig angehen, jemanden kennenzulernen, darum geht es jetzt bei uns hier bei Kaffee oder Tee. Das machen wir zusammen mit unserem Multimedia-Redakteur Kai Wittfrauen. Ja, dass ich dich mal zu Dating-Tipps hier in der Sendung haben würde. Es ist passiert. Professionell. Und wir splitten das. Also erstmal geht es darum, wenn Sie jemanden zum Beispiel zum Sport machen suchen oder zum Theater oder ausgehen, zusammen irgendwie walken gehen. Wie, man kann ja auch im Internet Menschen und Freunde finden durch sogenannte Kennenlern-Apps. Es findet heutzutage alles digital statt. Absolut. Aber nicht nur Dating, sondern auch Kennenlernen. Ja, direkt schon mein Profil bei Fakten. So hat man mich in der Grundschule immer Klarnamen. Deswegen, okay. Kai, das Ei, okay. Mhm. Und dann kann jeder im Prinzip mitmachen. Ja, genau. Und also, wie funktioniert das Prinzip? Was muss ich von mir preisgeben? Was muss ich alles ausfüllen? Mhm. Was macht man da? Man hat es hier ein bisschen gesehen. Da kann man auch mal zum Zeigen mitgebracht. Da sagt man, es soll doch vielleicht ein Flirt sein oder die Bindung. Also feierabend.de hat das auch mit drin. Mhm. Okay, genau. Die Mitgliedersuche, das mache ich auch selbst aktiv. Ja. Und kann ich das auf dem Handy machen, weil du jetzt gerade hier mit dem PC da bist, oder braucht man zwingend einen PC dafür? Man braucht schon das Handy. Okay, genau. Und man kann auch regional suchen, sehe ich das richtig? Genau, das ist eine Stadt. Und hier treffen sich zum Beispiel Freunde. Solche Konzepte gibt es, die stellen wir auch noch gleich vor. Mhm. Jetzt gucken wir mal aber, ob dieses Konzept, also sich kennenlernen online, ob das auch in der Realität klappt. Wir haben eine Dame kennengelernt, das ist die Ursula Zimmerling. Die wollte einfach Freundschaften knüpfen und dann hat sie gewonnen den Jackpot. Ja, sag ich doch, Jackpot, ne? Also, man kann auf diesen Plattformen neue Freunde kennenlernen, manchmal wird es Liebe draus. Kai, wie ist es, wenn ich alte Freunde wiederfinden möchte? Da gibt es ja auch Portale. Sich wieder so weit, die sich komplett damit befasst eben. Mhm. Und da gibt man dann, das sieht man auch schön bei meinem Profil, rechts habe ich ein Bild, wie ich aussah zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe. Kennenlern-App, die wir eben hatten, beziehungsweise die Plattform, komplett kostenfrei, werbefinanziert. Bei Stay Friends ist es so, wenn man Leute anschreiben möchte, die man dort trifft, dann müsste man die Goldmitgliedschaft bezahlen. Das sind dann so 18 Euro. Ich habe auch mal 24 Euro gesehen. Das variiert immer so. Hier haben Sie dich schon bis entdeckt? Bis jetzt noch nicht. Aber ich habe eine. Also, man trifft Menschen online heutzutage, ist völlig normal. Aber nur online, das ist die Frage. Du hast in Landau mal nachgefragt. Gucken wir uns an. Eine Frage ist, hat sich ein bisschen ergeben. Ja, die waren glücklich, die Zeit. Ja. Unser Multimedia-Redakteur Kai Wittfrauen hat für Sie sämtliche Apps mal durchgeschaut. Wie lernen sich Menschen heutzutage online kennen, wenn sie sich jetzt nicht gerade auf der Straße begegnen? So. So. Und jetzt gibt es ja eine soziale Plattform, Facebook. Kennen wir alle. Kennen wir alle. Ja. Viele haben es, aber da gibt es Funktionen, die kennen nicht alle. Ja, tatsächlich. Da gibt es zum Beispiel so Gruppen wie, wenn man einfach nach Mainz hingezogen ist, nach Mainz und dann in der Stadt, wo man sich gerade befindet. Und auch da kostet das ist gar nicht so groß. Genau. Viele haben einen Facebook-Account. Ich übrigens auch. Ich kannte diese Funktion gar nicht. Also ich könnte heute in Baden-Baden noch mit irgendjemandem in einer Gruppe ins Casino gehen. Zum Beispiel. Ganz verwegen. Ja. So, ja, ja. Ach, herrlich. Also, wie erstellt man Profile? Wie stellt man sich an, wenn man Freundschaften knüpfen möchte? Neue, darüber haben wir gesprochen. Es ging jetzt hier nur um Freundschaften. Ja. Später wollen wir uns das Thema auch explizit Dating anschauen. Die Liebe. Die Liebe, die Liebe. Und es ist doch jetzt Frühling und vielleicht sind Sie ja auch auf der Suche nach der großen Liebe oder nach einem Flirt. Da gucken wir mal, da hast du dir auch ein paar Apps angeguckt. Ich würde jetzt sagen, so die Jugend macht Tinder, machen das die Golden Age auch, wie wir heute ja im Film ja auch erfahren haben. Also die Ü60er, Ü70er benutzen die das auch. Gibt es andere Apps? Da hast du dich auch mal durchgesehen und durchgetestet. Also bis hierhin schon mal vielen herzlichen Dank, lieber Kai Wittfrauen, und später mehr von dir. Ja, und manchmal erobern ja nicht nur menschliche Wesen unser Herz, sondern auch kleine Roboter. Peppa zum Beispiel in Sinzig, ja. Das ist ein humanoider Schlossroboter, der tatsächlich die Beschäftigten dort unterstützt und die Besucherinnen und Besucher anzieht wie ein Magnet.
Bon. Okay, dann nehmen wir das mal. Bitte schön. Für Kai, für meinen Kollegen. Und den können wir auch direkt mal. Warum? Was ist das mit Kai, das Ei? Sag. Warum wurdest du so genannt in der Schule? Wurdest du gehänselt? Ja, tatsächlich. Ach komm. Es gab da eine, die hieß Xenia. Grüße an Xenia. Was kann ich machen? Wo ist Xenia? Wo finde ich die bei Stay Friends? Genau, die hat. Oh mein Gott. Ich liebe alles, was frittiert ist. Und woran erkennt man eine Südländerin aus der Pfalz? Hm? Ich esse mit den Händen. Mhm. Mhm. Entschuldigt bitte, ihr so total mit Gabel und Messer schneiden die Gemüsepuffer auf und ich hier Dampfnudel. Du hast vollkommen recht. Also es ist wirklich unklug, das nicht nachzukochen. Das war jetzt so einfach. Ja, ah, das ist einfach echt richtig gut. Also, ich bin begeistert. Du auch? Du, Kai? Ja. Ja. Liebe geht durch den Magen. Wir sind schon eine Einheit, merkt ihr das? Ja. Wir hängen schon aneinander hier. Sehr gut, gleich passiert hier Folgendes. Wir werden gleich miteinander quizzen. Sie wissen ja, donnerstags findet immer bei uns der Vereinsquiz statt. Da können Sie auch mit Ihrem Verein teilnehmen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen. Und wir müssen noch mal kurz in die Küche. Wir spielen den Film ab und wir müssen drehen. Die Puffer muss ich drehen. Die Euro und die Frau Keck sagt jetzt die 2. Und gucken Sie mal, den hatten wir ja noch übrig. Und jetzt schauen wir, wie der Stand ist. Die 2, ja? Ja, die 2 hat Ihnen den Joker gebracht. Da waren 50 Euro noch mal drunter versteckt. 153 Euro bekommt die Frau Keck aus Herbrechtingen. Jawohl. Leopoldine, was für ein süßer Name. Wie ist denn Ihr Spitzname? Haben Sie einen Spitznamen? Poldi. Poldi, ach wie goldig. Also, viel Freude mit dem Geld, schicken wir Ihnen zu. Frau Gladbach, Sie bekommen unsere Tasse von Kaffee oder Tee. Alles Gute für Sie. Ein Dankeschön fürs Mitspielen. Danke. Ja, schön. Guck, die hat einen Spitznamen. Poldi ist ganz auch schön. Ganz süß. Schön. Wie viel Puffer hast du da jetzt noch in der Pfanne gemacht? Du, ich habe bestimmt noch 10. Etliche, ne? Ja. Ach, ist leer schon. Wir haben noch Nachschub. So, Vorrat. Also, dann noch mal kosten und probieren. Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Das finden wir gut. Mhm. Wir wollen in der zweiten Stunde über Dating-Apps sprechen. Bitte. Ja. Und ist es so, dass es für ältere Männer nutzen, Jugendliche und Ältere genau das Gleiche? Da gibt es drauf geht, wo das inzwischen viel, viel einfacher funktioniert, auch für Ältere. Du hast dir angesehen, viele Seiten, Anbieter angesehen, weswegen du heute ja auch in deiner Funktion als Multimedia-Redakteur dich auch mit diesem Thema beschäftigst, weil es ist ja schon so ein Liebesthema, ist das auch für dich neu gewesen? Und es ist ja weit verbreitet, dass man die neue Liebe im Internet findet, bei so 40, 50 rum würde ich auch noch sagen. Und je älter man wird, ist das irgendwie merkwürdig, wenn man im Internet nach einer neuen Liebe sucht, oder ist es gängig? Wie waren da jetzt bei deiner Recherche? Weniger weg und man kann sich vielleicht auch auf das Rentnersein konzentrieren. In der zweiten Stunde unterhalten wir uns darüber, was Ihre Liebe frisch hält. Vielleicht sind Sie ja seit Jahrzehnten verheiratet. Welche Rituale gibt es da? Das würden wir gerne von Ihnen hören oder lesen. Sie können uns auf jeden Fall über beide Wege kontaktieren. Und wir haben eine kleine Umfrage, auf die freue ich mich. Und zwar schenken Sie einander in ihrer Partnerschaft Blumen. Ich gucke euch mal an. Blumen, Sprache der Liebe. Aha, ich bin mal gespannt. Also wenn Sie auf unsere Seite gehen, hallo-swr.de, mein-swr.de, dann können Sie abstimmen nach den Nachrichten. Und in der zweiten Stunde von Kaffee oder Tee geht es um ganz große Gefühle. Ja, Frühlingsgefühle will ich fast schon sagen. Und damit willkommen zurück. Die große Liebe. Wie findet man sie heutzutage ja mit modernen Dating-Apps? Was taugen die? Taugen die auch was für ältere Menschen? Das werden wir gleich mit unserem Multimedia-Redakteur, der sich da wirklich fündig gemacht hat und informiert hat, miteinander klären. Wir haben Sie vor den Nachrichten gefragt. Wir wollten mal gucken, wie romantisch wir hier im Südwesten sind. Wir haben Sie gefragt, schenken Sie einander in Ihrer Partnerschaft Blumen? Knappe Kiste, würde ich sagen. 55% sagen ja und 45% sagen nein. Das ist interessant. Wir haben Sie ja auch gefragt, wie halten Sie Ihre Liebe frisch? Wenn Sie mit uns darüber reden möchten, dann können Sie das sehr gerne tun. Sie können uns eine E-Mail schicken oder Sie können uns anrufen. Ein paar Tipps und Tricks schaden ja wirklich niemanden. Große Liebe, darüber redet man immer total gerne. Gibt's die? Glauben Sie an die große Liebe? Wir haben mal in Stuttgart nachgefragt.
Ja, und Hunde führen ja auch dazu, dass man schneller ins Gespräch miteinander kommt. Mhm. So kann man sich auch kennenlernen, aber man braucht nicht unbedingt einen Hund, vielleicht eine gute Dating-App. Darum geht es jetzt mit unserem Multimedia-Redakteur Kai Witt-Frauen. Ja, also, du hast dir verschiedene Apps angeguckt und eine hast du mitgebracht und die klingt nach Essen. Nach gutem Essen, nach schönen Plattformen im Internet, die speziell zugeschnitten ist auf Leute aus Baden-Württemberg. Deswegen auch Spätzle, weil man dann auch seinen Spatz findet. Das ist ja im Dialekt. Daher, daher weht der Wind. Okay, und da kann man ein Profil eben von sich, der Anreiz ist ja, jemanden anzuklicken, nach wie vor das Foto. Ja. Welche Bilder können kaum, oder? Das ist jetzt einfach nur, genau, aber wir wollen ja ein bisschen auf die Fotos, meine eigene Fotodatenbank durchgeschaut. Das ist zum Beispiel ein Foto aus dem Frankreich-Urlaub, Südfrankreich. Und da würde ich sagen, alles ist gut gemacht. Jemand anders hat das Foto geschossen. Es ist gut ausgeleuchtet. Ist da dieses Foto? Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennen kann überhaupt. Ich würde wieder denken, das ist ein Geheim. Würde ich eher abraten. Mhm. Was auch gut funktioniert, wenn man jetzt keinen Fotografen zu Hause hat, einfach ein Spiegel-Selfie, sein Kinn zeigen. Man möchte das ganze Gesicht sehen. Das ist viel zu nah, der Ausschnitt nicht so gut. Mhm. Was ich auch schön finde, ist, wenn man das sollte vielleicht nicht das erste Profilbild sein, aber vielleicht so das zweite oder dritte. Gibt es diese Möglichkeit? Ja. Ja, gut auszusehen und dann ist man manchmal so überanstrengt. So. Einfach mal zu zeigen, wie man neben. Nee, ist verschwommen einfach. Alle in die Kamera, also es ist alles von vorne nicht empfehlenswert. Genauso, wenn ich jetzt als Mann oder männlich gelesene Person auf der Suche bin, dann vielleicht das Profil von deinem Freund nennen. So ist es jetzt, also es ist eine gute Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Man hört aber auch so viele böse, schlimme Sachen, nämlich Fake-Profile. Ja. Wie kann ich denn erkennen, dass hinter einem wirklich schönen Bild eine Fake-Person steckt, also jemanden, den es gar nicht gibt? Eine Möglichkeit, was heutzutage ja auch Schlimmes passiert, du musst mir helfen, irgendwie nach 2, 3 Wochen schreiben und man hat sich noch nicht im echten Leben getroffen, ganz wichtig. Und dann will die Person vielleicht auch noch Geld haben von einem. Kannst du mir bitte Geld überweisen? Du liebst mich doch so sehr. Wir treffen uns auch bald, ganz, ganz sicher. Das passiert ja wirklich ganz oft auf diesen Dating-Apps, nämlich dieses sogenannte Love-Scamming, dass Betrüger tatsächlich mit der Suche, die sie anstreben in den Apps, ein Geschäft machen wollen. Ne? Genau. Das ist sogar sehr profitabel. Börsen, wo man einen Persönlichkeitstest machen soll, das schreckt mich ja schon mal ab. Was bedeutet das persönlich? Ich schreck das ab, weil wir so wie Spätzle-Suche zum Beispiel oder auch Parship, wo ich jetzt ein paar Testfragen mal rausgeholt habe aus Tagebogen von Parship. Ich freue mich. Ja. Magst du? Und dann in ein Café. Sehr gut. Lieber ein bisschen sitzen. Spielst du ein Instrument? Nein. Ich bin so uninteressant, ja. Das stimmt doch. Ja. Wirklich? Also Kuscheldecke, ein bisschen kuscheln zu Hause. Film gucken, zu Hause, glaube, Buch lesen. Ja, haben wir ein Match? Ich glaube ja. Ja! Schön. Ja. Was machen wir zum ersten Date? Was ist dein Tipp? Knacke spazieren gehen. Aber wo macht man denn sein erstes Date heutzutage? Geht man zu jemandem nach Hause? Ich habe, nee, oh Gott. Aktenzeichen XY, ungelöst, nee, nein. Nee, also ausgeben wollen für einen Restaurantbesuch, es wird immer, immer teurer. Deswegen vielleicht einfach einen Kaffee. Investieren auch mit dem Schreiben, ne? Also schnell treffen. Schnell treffen. Und dann kann man sagen, Haken dran, hab's versucht, hat nicht geklappt. Oder aber doch. Oder aber doch, du glaubst an die große Liebe, gell? Also schön, wir haben viel gelernt, vielen herzlichen Dank. Gerne. Jetzt gucken wir uns noch eine sehr reale oder analoge Möglichkeit an, es mit dem Dating zu versuchen. Und zwar gibt es was ganz Nettes vom Landestheater Tübingen. Die bieten Theater-Datings an. Wir haben 2 Single dabei mal begleiten dürfen und wir gucken, ob das Konzept aufgeht. So schön, dass du da bist. Ja, du hast ja eben gesagt, ich hoffe, ich habe diese alten Steine für euch jetzt lebendig gemacht. Ich gucke jetzt dahin und sehe. Die Geschichte der Menschen der Stadt Trier wird in diesen Steinen erzählt. Mhm. Also nicht nur die Kulturstätte, sondern auch wer war in dieser Kultur. Weil Menschen interessieren sich ja auch tatsächlich für Menschen. Ne? Das sind so die Geschichten, die einen dann locken. Hast du eine Lieblingskulturstätte in Trier, wo du denkst, so, das ist meins, da fühle ich mich irgendwie verbunden mit? Ja, ich würde sagen, das ist den Kindern in die Hand drücken, dann können die sich ein bisschen austoben oder eben ganz viele Requisiten mitbringen. Dass sie sich auch nicht langweilen, das kann ja bei kleineren Kindern ganz schnell passieren. Genau. Wir haben dich ja im Film jetzt auch gesehen, wie du mit einer Schülergruppe unterwegs warst. Können auch Nicht-Schüler so eine Tour bei euch buchen, bei den geführt habt? Was war da für dich der springende Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte auch so ein Scout werden? Warum hast du dich dafür begeistert?
Also ich war immer schon sehr geschichtsinteressiert und genau das hat mich so gereizt. Diese Arbeit hat ja zwei Ebenen. Einmal diese persönliche Seite, die hast du gerade so ein bisschen angerissen. Ich mache sowas gerne. Wie hat sich das jetzt im Laufe der 2 Jahre, machst du es jetzt schon? Drei. Bei dir verändert? Hat sich da was verändert? Denke ich auf jeden Fall, dass ich da selbstsicherer geworden bin. Auch dann eben, wie ich vortrage, auch da hat mir das in der Schule dann auch geholfen. Mhm. Aber so einfach stelle ich mir das jetzt auch nicht vor. So wie du es erzählst, klingt das sehr flüssig, aber immer wieder sind doch irgendwelche Rabauken dabei in diesen Gruppen. Ja, also hihihi, hahaha, so diese kleinen süßen Störenfriede. Ist das für dich stressig oder helfen da auch die Lehrer, die dabei sind? Eine Ebene ist ja diese persönliche Ebene und die andere ist, dass du Wissen weitergibst. Mhm. Ne? Warum ist es denn wichtig, dieses alte Wissen ja lebendig zu halten, dieses Wissen weiterzugeben in einer modernen Welt, wo sich sehr viel um ChatGPT, ja, um künstliche Intelligenz und wie werden wir schneller, weiter, höher, was ist die Zukunft? Warum ist es so wichtig, das Alte zu kennen? Die Bürger von Trier hingegangen und haben sich das zum Spaß angeguckt. Ihr macht hier diese Führungen direkt an den Kulturstätten. Mhm. Ich habe gerade gesagt, ChatGPT und alles wird moderner und mit Technik wird gearbeitet. Sieht es euer Projekt auch vor, dass man zum Beispiel auch mit Instagram, mit sozialen Medien noch arbeitet? Macht ihr in dieser Richtung etwas? Also jetzt während der Führungen auch durch Videos eben darzustellen. Trier ankomme. Ich bin zum ersten Mal da, da würde ich automatisch zur Porta Nigra, das ist ja die Sehenswürdigkeit überhaupt, Wahrzeichen der Stadt. Ist das aber die erste Anlaufstelle, wenn man in Trier ankommt? Oder würdest du sagen, im Moment, da gibt es noch andere Kulturstätten, da würde ich anfangen und da gibt es einen roten Faden? Jetzt ist es so, dass du das 3 Jahre lang gemacht hast. Also du sagst, persönlich hat mir das sehr viel gegeben. Jetzt geht es zum Abitur, in Richtung Abitur. Wirst du Weiterführungen anbieten oder bist du im Abi-Stress? Bei den Junior-Scouts, wollen die das auch machen? Ja, auf jeden Fall. Also es sind im Moment 4, die wir da haben. Und auch die Schüler, die haben da echt was Schönes auf die Beine gestellt, was man auch als Nichtschüler auch buchen und sich anschauen kann. Das finde ich ganz gut, dass es eine offene Geschichte ist. Mhm. Ne? Wie sieht es denn jetzt mit deiner Zukunft aus? Also Abi steht an, du hast gerade eben gesagt, ich bin geschichtsinteressiert, deine Eltern haben mit dir früher Urlaube gemacht, wo Geschichte auch eine Rolle gespielt hat. Wirst du vielleicht Geschichte sogar studieren? Also wir sind ja hier jetzt gerade in den Medien. Was können wir tun? Trier zum Beispiel. Wir haben dort ein Studio, da kann man auch multimedial Sachen lernen. Radio, Fernsehen, Internet. Habt ihr in der Schule auch Projekte, die sich rund um die Medien beschäftigen? Vielleicht noch auf dich zu. Irgendwas mit Medien. Also, ich stehe kurz davor, so eine Reise zu buchen nach Trier. Ja, gerne. Und mich durch Trier führen zu lassen. War schon lange nicht mehr dort. Ist aber eine wunderschöne. Vor der Tür steht erst recht. Nele Roth, vielen Herzen. Unser Quiz hast du vorhin in der ersten Stunde vielleicht schon gesehen. Das wird immer ganz spannend. Ich bin immer aufgeregter als die Quiz-Teilnehmenden. Das kann ich schon mal sagen, Frau Zürer, nur dass Sie Bescheid wissen. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Mhm. Und Sie? Sie sind Kandidatin A? Ja, Puls? Genau. Guten Tag. Puls oder nicht Puls? Ja, schon. Schon Puls. Schon Puls. Mhm. Kandidatin B aus Brigachtal ist die Frau Schwarz. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Ufreschung? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Sind Sie aufgeregt, Frau Schwarz? Nee, ich bin nicht aufgeregt. Nee, Sie sind ganz cool. Okay, das finden wir gut. Frau Zürer, dann sind wir zwei halt aufgeregt. So, Kandidatin A, legt los. Mit welcher Frage? Die 6, bitte. So, das ist Ihre erste Frage. Oh. Jetzt sind Sie gar nicht mehr aufgeregt. Das ist schon mal der Joker. 50 Euro gibt es dafür und wir sind bei Frau Schwarz. Ihre erste Frage, bitte. Die Nummer 7, bitte. Zwischen 2 Geräten. 14 Euro, das reicht nicht. Sie hatten die Fragen mit den niedrigen Preisen dran. Preisen sage ich schon. Mit dem niedrigen Geld, es tut mir leid, Frau Schwarz. Aber das Tässchen gibt es von uns. Schauen Sie mal, im neuen Design, orange. Da freue ich mich auch drüber. Ja, wenn Sie ein Schlückchen Kaffee oder Tee daraus nehmen, immer an uns denken, bitte. Vielen Dank fürs Mitmachen, Frau Zürer. Tusch, Applaus. Dankeschön. Ja, 182 Euro. Was machen Sie damit? Ich gehe morgen in die Ferien und dafür benutze ich es jetzt gerade. Ja, perfekt, wunderbar. Wohin geht's denn? Nach Sizilien. Oh, das wird bestimmt schön. Das Wetter gut da? Ja. Warm, mild, heiß? Ja, mild. Milde Temperaturen. Dann viel Freude dort
und viel Spaß. Danke. Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, morgen können Sie mitmachen, wenn es wieder Kaffee oder Tee heißt, hier im SWR-Fernsehen. Und nicht über Sizilien, aber über Griechenland wollen wir morgen hier reden. Da gibt es gerade auch sehr milde Temperaturen. Griechenland ist immer eine Reise wert. Aber die Expertin, die wir morgen hier haben, die Reisereporterin, die sagt, im Frühling ist Griechenland noch ein bisschen schöner, weil die Temperaturen so mild sind. Ich bin gespannt und ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis morgen, wenn Sie mögen. Und hier übernehmen jetzt die Kolleginnen und Kollegen von den Nachrichten. Tschüss.